Da sind wir wieder. Hi. Hallo, herzlich willkommen an die zwei, drei Leute, die zuschauen. Vielleicht vier, fünf, wenn wir Glück haben. Ich glaube, wir hatten es angekündigt letztes Mal, dass der nächste Film mit 150%iger Sicherheit Fantastic Beasts and Where to Find Them sein würde. Ja. Ich sage es mit Absicht im englischen Titel, weil wir auch endlich heute mal wieder in der OV waren. Richtig, weil es zeitlich einfach auch schön gepasst hat. Genau. Da ich zwar auch ein großer Fan der Harry Potter Welt bin, aber mir einfach den ganzen Kram nicht so gut merken kann wie du, vor allem auch, weil ich keine 35 Harry Potter Fanseiten geliked habe auf Facebook. Das habe ich auch nicht. Ja, okay, 23. Nein, aber du bist da ein bisschen firmer als ich, was das alles angeht. Wie gesagt, selber Fan, aber ich kann mir das alles nicht so ganz gut merken. Werde ich wahrscheinlich heute weniger beizutragen haben als du. Aber wir machen es im alten Prozedere. Im alten, neuen Prozedere. Ja, so lange machen wir das ja jetzt auch noch nicht. Aber deswegen Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ja. Ganz einfache Frage. Wie hat es dir denn gefallen? Ach, hätte ich nicht damit gerechnet, dass die Frage jetzt kommt. Nee, weiß aber ich habe eben schon gedacht, als wir rausgegangen sind und habe ich schon überlegt, ob ich jetzt schon ein Fazit ziehen kann. Das fällt mir gerade nämlich schwer. Ich habe das Gefühl, ich muss noch mal drüber schlafen. Also es ist nicht so. So funktioniert diese Show nicht. Das ist aber vielleicht das Interessante. Ja, nein, auf jeden Fall. Also mir hat er sehr gut gefallen. Also mir hat er wirklich gut gefallen. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich fand ihn wirklich toll und so anders halt als Harry Potter. Also das muss man echt sagen. Also ich fand ihn wirklich anders. Also man muss dazu erwähnen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, wir versuchen immer nach dem Besuch des Kinos erstmal untereinander so wenig wie möglich miteinander den Film schon auseinanderzunehmen. Bis auf Sachen, wo es sich nicht vermeiden lässt, damit halt das hier auch eine neue Unterhaltung für uns wird. Also wir haben jetzt auch mit Absicht nicht viel darüber geredet. Deswegen bin ich auch wirklich, wirklich auf deine Meinung gespannt, weil das, weil du ja doch ein großer Fan einfach bist. Ja, ja, genau. Also ich bin Potterhead auf jeden Fall. Ist zwar nicht mein Haus, muss ich dazu sagen. Also ich bin eigentlich Ravenclaw, aber der Schal ist wirklich auch schon sehr alt. Den habe ich, glaube ich, als der zweite Film draußen war, da habe ich den schon gekriegt. Okay. Das ist ein Gryffindor, ja? Ja, aber du hast es falsch rumgekriegt. Nee, habe ich nicht. Das ist Gryffindor. So habe ich den gehört. Ah ja, doch. Ah, ich bin. Ist okay. Ich habe nichts gesagt. Wo war ich? Achso, ja. Er hat dir gefallen. Genau, er hat mir wirklich gut gefallen. Es ist schön, diese Welt wiederzusehen mit mit ganz neuen Ansätzen vor allem auch. Und das war toll. Also das gefällt mir natürlich. Also einfach da wieder rein und dann mit den ganzen neuen Wesen, die da auftauchen, das ist toll. Da freue ich mich total. So. Ich habe ganz extra nichts über diesen Film gewusst. Mhm. Ich habe mich wirklich aus allem rausgehalten. Man kann, klar, Trailer gesehen, das war's. Aber ich hatte eigentlich keine Ahnung, worum es eigentlich geht. Deswegen war ich total unvoreingenommen und konnte deswegen wahrscheinlich auch nicht enttäuscht werden durch irgendwelche Vorstellungen, die ich schon hatte. Und das war auch gut so, fand ich, weil in die Richtung, in die es ging, hätte ich auch nicht erwartet. Also das war schon, also was sie da für ein Wesen dann letztendlich, was so der Hauptantagonist im Prinzip war auch, das war mir dann auch völlig neu und das fand ich dann auch total, hat mich auch total mitgerissen und fand ich echt cool, weil es irgendwie, also fand ich auch sehr spannend und unheimlich, wie das so da vonstatten ging und auch das Ende fand ich krass. Ja, also es gibt auch, also ich kann auch Negatives sagen. Ja, so, also es ist auch. Tob dich aus. Ich finde das Schöne an den Harry Potter Filmen ist, dass die oft noch sehr handgemacht waren. Und das war der jetzt leider nicht.
da war wirklich sehr viel CGI und manchmal sah es auch nicht so gut aus. Und das fand ich ein bisschen blöd, obwohl ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es am Kino lag. Weil wir waren halt in der OV und das läuft halt nicht in den großen Häusern. Und deswegen waren wir halt jetzt in einem Kino, wo die Technik vielleicht auch nicht so geil war. Weil die 3D-Effekte kamen auch nicht so gut rüber. Und das, also ich würde deswegen, ich habe schon direkt gesagt, dass er zu Ende war, dass ich ihn wahrscheinlich nochmal gucken gehe. Dass ich ihn wahrscheinlich im großen Kino nochmal gucken gehen will. Und das werde ich wohl auch tun, weil ich möchte den nochmal anders auf mich wirken lassen. Und das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum ich das Gefühl habe, dass ich jetzt noch nicht so richtig ein Fazit ziehen will. Weil das sind so Sachen, die können nochmal ganz anders wirken auf einer anderen Leinwand, finde ich. Also es sah schon teilweise echt ein bisschen schlimm aus, oder? Also ein paar CGI-Effekte, ich fand den Greifen, wo wir so wunderbar den Hypogreifen in Harry Potter 3 gesehen haben, der tatsächlich ein Prop war, dieser Kopf, den Harry streichelt, war tatsächlich ein Prop und das war jetzt hier alles CGI und es sah scheiße aus. Das sah scheiße aus. Das hat mich ein bisschen geärgert. Also ja, ich finde es gut, dass du es sagst, weil das ist auch ein großer Kritikpunkt, den ich jetzt hätte. Ah ja, wir sind wieder in deinem Auto. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Wir müssen die Tür aufmachen. Jetzt geht's. Ja. Wir waren lange nicht mehr in deinem Auto. Nein. Deswegen, ja. Ja, das wäre auch ein großer Kritikpunkt meinerseits gewesen. Es tritt so ein, ich nenne es mal den Hobbit-Effekt. Es tritt so ein bisschen der Hobbit-Effekt ein, dass man da sitzt und denkt, im Großen und Ganzen alles okay, aber wie es halt in den Herr-der-Ringe-Filmen, dass fast jeder Extra, also jeder Komparse, Statist, der da rumgelaufen ist, seine eigene Ork-Maske hatte und dann auf einmal einfach wahnsinnig viele Orks an der Kamera vorbeilaufen, die offensichtlich CGI sind, dieser Effekt trat hier leider auch ein. Ja, und manchmal so unnötig. So, wir hatten einen tollen Warwick Davis in tollen Masken, wie heißt der nochmal? Grip-Hook. Jetzt den Grip-Hook gespielt hat und so. Und jetzt haben wir plötzlich da einen CGI-Goblin und das ist. Ich finde es gut, dass du das ansprichst, weil der hat mich fast am meisten gestört. Ja. Der hat mich fast am meisten gestört. Weil die Masken auch in Harry Potter 1, wo so viele vorgekommen sind, das sah super aus. Ja. Warum verändert man das? Das fand ich echt scheiße. Hm. Also da habe ich echt gedacht, so, ihr habt es doch schon besser gemacht. Also so der Trend der zu diesem vollen CGI, ich finde das. Das ist doch nicht schön. Also wer will denn das? Also wenn es doch irgendwie echter aussehen kann. Nee, es gefällt mir auch nicht. Also das ist wirklich ein großer Kritikpunkt an dem Film. Ja. Ja, doch. Also fand ich halt auch. Ich kling mich da jetzt mal ein. Ja, du kannst gleich weitermachen so. Aber das finde ich halt auch so. Es waren sehr, sehr viele Effekte dabei, wo ich gedacht habe, das sieht leider nicht gut aus. Und auch gar nicht mal so, weil alles CGI ist, sondern weil man eigentlich weiß, dass die Produktionsfirmen bessere CGI-Effekte können, wenn es nicht zu viele sind. Das Problem ist, wenn du halt zu viele Effektshots hast irgendwie, dann fehlt halt vielleicht auch die Zeit oder dafür ist die Rechenleistung dann immer noch nicht groß genug. Ja. Und dann muss man halt Abstriche machen. Also es ist halt, ich finde es halt bezeichnend, wenn ich sagen muss, dass Herr der Ringe, der... Was? Beim Herr der Ringe, der, das darf doch nicht wahr sein. Ich war auch 2 Tage auf Tour und habe wenig geschlafen. Mein Schatz. Gollum. Gollum, genau. Hier, der mein Schatz. Hey, das ist peinlich, das lassen wir auf jeden Fall drin. Also wenn ich halt sagen muss, dass der Gollum aus den Herr-der-Ringe-Filmen bei weitem besser aussieht als alles, was in dem Film zu sehen war heute. Und das sollte eigentlich mit einem Film, der, ich habe es nicht genau im Kopf, mindestens 13, 15 Jahre neuer ist. Gollum kommt im zweiten Film erst vor, genau. Ne? Das also müsste 2002 gewesen sein. So um den Dreh, ne? Irgendwie. 14 Jahre. Das sollte eigentlich nicht so sein. Ja. War beim 14 Hobbit, Jahre, ach du Scheiße. Ja, war beim Hobbit das Gleiche im Endeffekt so, aber... Da sah der Gollum aber besser aus, fand ich. Ja. So. Also da merkte man so, Technik natürlich geht voran. Definitiv, ne? Ja, aber das ist, nichtsdestotrotz halt so, wenn diese Effekte von vor 14 Jahren besser waren als das, was man heute sieht, das ist ein gut. Bedenklicher Trend, finde ich einfach. Nee. Mhm.
Also das ist echt mein Riesenkritikpunkt. Aber wie gesagt, ich will dem auf jeden Fall noch mal eine Chance geben in einem großen Kino, in einem großen, bessere Technik, großen Saal. Ich habe leider die große Befürchtung, dass es bei einem, also ich glaube auch, dass das Kino jetzt technisch nicht auf dem besten Stand war heute. Das hat man meiner Meinung nach auch am Ton gehört. Ja. Die 3D-Effekte, glaube ich einfach, dass die nicht, also die hätte ich auch nicht gebraucht. So, die waren nicht so wahnsinnig gut. Mhm. Also für die paar Effekte, wo es funktioniert hat, die waren jetzt nicht wichtig irgendwie. Also da war der 3D-Effekt in Findet Dory wichtiger, weil man einfach die Tiefe des Wassers halt so zu spüren bekommt, ja, quasi. Ja, ja. Aber ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn die Effekte wirklich einfach nicht so gut sind, dass sie auf einer besseren Leinwand noch schlimmer aussehen. Ich weiß nicht. Also manchmal hat man ja doch den gegenteiligen Effekt, dass es dann plötzlich anders wirkt und die Tiefe besser durchkommt zum Beispiel und deswegen auch die CGI-Sachen nicht mehr so aufgesetzt wirken. Ich sag ja nicht so oder so, ich sag nur, ich befürchte, es könnte sein. Aber. Naja, ich dann halt 14 Euro in den Wind geschossen oder so. Ja. Nee, es war ja auch ein guter Film, so. Also ich werde auf jeden Fall, also das wird auf jeden Fall ein Film sein, den ich mir noch ein paar Mal angucken kann. So ist es nicht so, ne? Also deswegen hätte ich auch nichts dagegen, den nochmal im Kino zu gucken. Ja, genau. Ja. Willst du erstmal was zum insgesamt, was dir auch gefallen hat, sagen? Oder soll ich mal was zu den Schauspielern direkt machen? Oder? Och, ich kann auch mein. Also in den meisten Sachen stimme ich dir ja zu. Insgesamt fand ich den Film. Ich sage jetzt mal mein generelles. Wir sind übrigens an einer sehr stark befahrenen Straße, also wundert euch nicht. Ich fand den Film insgesamt so. Nein, du darfst deine Meinung haben. Ich weiß, also es gibt für mich ein Kritikpunkt. Ich habe mich streckenweise gelangweilt, muss ich sagen, leider. Ich habe auch ja nichts über den Film gewusst im Großen und Ganzen, das auch mit Absicht, weil der Film sieht super aus im Großen und Ganzen. Die Ausstattung ist toll und ist schön, auch diesen historischen Kontext da zu haben. Also alles noch ein bisschen älter als das Harry Potter Setting, sage ich jetzt mal. Das fand ich schön, das gefällt mir gut, das haben sie auch sehr gut gemacht. Ja. Aber zur Verteidigung gehe ich halt davon aus, wir sind hier jetzt im ersten Film von 5, hast du gesagt, sollen es dann werden? Ja, ich meine, ja. Ich weiß nicht, also ich habe immer noch im Kopf, es soll eine Trilogie halt auch werden, aber... Ich bin ziemlich sicher. Wir haben jetzt auch nicht nachträglich nochmal nachgelesen, das werden wir dann wahrscheinlich zu Hause erst tun. Also auf den 25 Harry Potter Seiten, die ich abonniert habe, meine ich das mal gelesen zu haben. Okay. Und zugegeben, ich zur Verteidigung, wir sind in dem ersten Film... Und da muss halt viel von dem Setting noch etabliert werden, so irgendwie. Und ich finde halt, dass der Film braucht, bis er anläuft. So, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde halt, das, was du so gut findest mit den vielen neuen Wesen, die es da gibt, das fand ich auch interessant, hat sich aber für mich auch relativ schnell totgelaufen. Mhm. Also weil es dann wirklich so ein bisschen dieses war und hier taucht jetzt das erste neue Biest auf und da das nächste Biest und jetzt kommen wir noch so in die Welt, wo Newt Scamander die halt aufbewahrt und dann sind da noch ein Biest und da noch ein Biest und das ist dann auf Dauer immer das Gleiche gewesen und nochmal ein neues so. Und das hat sich für mich halt relativ schnell totgelaufen, sage ich jetzt mal. Und da hätte ich mir gewünscht, dass es ein bisschen schneller in die dramatische Handlung übergeht, die dann, wenn sie aber ins Rollen kommt, auch sehr interessant ist, muss ich sagen. Und auch diese Obscurials da, ne, die Idee an sich, dass es gefährlich sein kann, wenn man Kinder dazu zwingt, ihre magischen Kräfte zu unterdrücken, finde ich sehr gut. Ja. Das setzt meiner Meinung nach auch einiges aus dem Harry Potter-Universum nochmal in einen neuen Kontext. Ja. So. Also nicht, dass es die Filme jetzt verändert, aber es gibt dem Ganzen so einen neuen Geschmack, sag ich mal so. Mhm. Das finde ich ist eine gute Idee. Ich finde auch, wie das in Szene gesetzt wurde, hat mir sehr gut gefallen. Es hat was
von diesen Dementoren-Effekten auch gab, was ich aber passend finde, weil es ist ja die unterdrückte dunkle Energie, ja, die halt auch kanalisiert werden muss einfach. Sonst wird sie gefährlich für alle Beteiligten und Umherstehenden. Mhm. Und das ist ein Punkt, der mir sehr gut gefallen hat, ja, muss ich sagen. Ja, fand ich auch, ja, krass. Ich räume auch ein, vielleicht, wenn man dann den kompletten Zyklus irgendwann gesehen hat, mhm, dass sich das dann alles relativiert. Mhm. Aber ich habe mich streckenweise gelangweilt. Ich kann das verstehen. Und ich habe auch gedacht, dass du vielleicht nicht so begeistert bist. Das ist so eine... Vielleicht auch so eine Fangeschichte, wo ich gerne alles annehme und aufsauge und du bist halt nicht so da drin. Und ich glaube, dass es echt viel auch Fanservice dann ist. Und da, ich kann das total verstehen. Ich habe mich nicht gelangweilt, weil ich das so, wow, und hier und da und toll und dann guckst du da und so. Also das fand ich schon schön und das kann ich total akzeptieren, dass das mal streckenweise dann auch langweilig war. Aber dass ich es in dem Moment halt nicht so empfunden habe, weil ich mich einfach insgesamt gefreut habe, diesen Film zu sehen. Aber ja, das kann ich total, total verstehen. Und das habe ich auch so ein bisschen gedacht, schon während wir halt geguckt haben. Habe ich schon gedacht, ich weiß nicht, ob der Fabio oder so. Ja, ich habe mich halt zwischendurch gefragt, ob es auch so ein bisschen daran liegt, dass ich einen Handlungspunkt von Harry Potter, den ich sehr mag, also, ich habe mich halt gefragt, ob es daran liegt, mir gefällt halt in den Harry Potter Filmen vor allem immer dieser Ausbildungsaspekt und dieser, ja, schulische Aspekt. Ja, das mag ich auch. Und diese Dynamik der Leute untereinander, so. Das ist etwas, was mir bei den Harry Potter Filmen sehr, sehr gut gefällt. Mag ich generell, ne? Ich bin auch ein Kind der 80er, ich bin mit diesen ganzen, auch Martial Arts Ausbildungsfilm mit Trainingssequenzen und das der, also es ist wirklich, ja, das spielt damit rein, so, ja. Ich bin mit diesen Sachen groß geworden, mhm, und das ist ein Aspekt, der mir an den Harry Potter Filmen sehr gefallen hat und der fällt hier weg. Ja. Natürlich fällt der weg. Und da war für mich dann halt die Frage, ob das vielleicht auch der Grund ist, weshalb mich das schneller gelangweilt hat. Also um Gottes Willen, es war nicht, dass ich da gesessen habe und gedacht habe, oh Gott, wann hört das endlich auf und macht mal voran. Aber nee, man hat halt so, ich hatte halt so diesen Moment, dass ich dachte, ja, okay, weiter jetzt so. Ja, ne? Also yeah, nicht böswillig, ja, so quasi, aber ich habe mich dabei ertappt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber das war halt mein erstes Empfinden. Ja, es geht halt in Harry Potter ja auch sehr um Freundschaft. Und das hat man jetzt natürlich hier eigentlich nicht so, also die Freundschaften entwickeln sich jetzt erst so, ne? Also, ja, und das meine ich ja mit, es ist vielleicht der erste Teil von einem Zyklus und es kann sich relativieren, aber das ist jetzt mein erster Eindruck. Aber das ist halt, es ist halt kein, das muss man glaube ich dann auch so sehen, es ist kein Harry Potter Film. Nee. Es hat nur die Welt und das war's so. Also, und das muss man dann auch so ein bisschen, ne, also voneinander dann trennen können. Ja. Ja, das ist halt die Frage. Und dann frage ich mich halt, habe ich vielleicht ein bisschen zu wenig von der magischen Welt gesehen, weil doch eigentlich relativ viel im normalen New York stattfindet. Man hat halt nicht dieses durchgestylte magische Setting. Du bist halt sehr, sehr viel, was logisch ist, weil wir befinden uns in einer anderen Zeit und das wird auch klar gemacht, warum das so ist, weil halt die Zauberer sich halt noch verstecken müssen, wollen. Teils, ne? Also es hat schon seinen Sinn, aber vielleicht war mir das dann auch ein bisschen zu wenig, also weil das ist es halt so, in Hogwarts zu sein und halt überall, ja, was Magisches zu haben, immer in der so, magischen Welt, das halt finde ich halt sehr, sehr interessant, ja, daran, so irgendwie. Ja klar, aber es ist halt völlig anderes, es ist eine völlig andere Geschichte. Ja. So, also, das ist auch völlig in Ordnung. Ich würde es ungern wirklich so richtig vergleichen. So. Also dafür sind die Ansätze zu verschieden. Es ist eine andere Geschichte. Es ist, ja, das gleiche Universum, es ist eine andere Geschichte. Ja. Es ist ja jetzt auch alles wieder meckern auf hohem Niveau. Eigentlich. Ja, ist ein guter Film. Ja, ja. Hast du schon gesagt? Es ist ein guter Film mit sehr, sehr guten Schauspielern vor allem auch. Ja, genau. Allen voran natürlich der wunderbare Eddie Redmayne. Ja. Ich finde den super. Ich finde den echt toll. Ja. Und er macht es so schön und zieht es auch so durch und ist so ein
so ein Nerd irgendwie. Also es ist toll. Ich finde ihn großartig in dieser Rolle und man kann gar nichts Negatives über ihn sagen. Er ist einfach großartig. Nee, kann man wirklich nicht. Großartig. Ja. Großartig. Ja, Colin Farrell. Wer unsere Review von Winter's Tale gesehen hat, weiß, dass ich kein Colin Farrell-Fan bin. Ja, gut. Ich habe einfach meine Probleme mit dem. Ich finde auch nicht, dass er einen guten Job macht, muss ich sagen. Ich finde so, Ich weiß nicht. Ich habe ja nicht so ein großes Problem mit ihm wie du. Ich weiß auch, dass er nicht der hellste Stern am Schauspielfirmament ist. Ich finde ihn aber okay. Ich mag ihn als Typen. Er ist halt. Ich habe ein weiches Herz für Iren. Ne? Das ist halt einfach so. Ich finde halt, die Rolle hätte einfach grundsätzlich auch jeder andere spielen können. So. Das liegt, glaube ich, gar nicht mal so an ihm irgendwie. Es ist ein bisschen eine komische Rolle. So ein bisschen zwielichtig und so. Und du weißt auch wirklich nicht wirklich, wo der hingeht. Na, es könnte auch an einem Anfang, habe ich gedacht, ist der jetzt böse oder ist der jetzt gut? So. Also das ist schon. Das ist natürlich dann auch gut gemacht, dass man das nicht direkt weiß auch und wo es hingehen soll, aber es ist ein bisschen flach. Ja, also deswegen, wie gesagt, ich stehe eh nicht so auf Kriegsfuß, aber ich kann es gar nicht so beurteilen, weil ich nicht weiß, ob es nicht auch an der Rolle irgendwie lag. Die Frauen, von denen ich auch beide jetzt nicht kenne. Nee, kann ich auch beide nicht. Also die beiden Hauptdarstellerinnen sozusagen, fand ich jetzt auch okay. Also die Blonde noch ein Stück besser als die Dunkelhaarige, wobei die Dunkelhaarige wohl der Nude Love Interest ist. Also wahrscheinlich eine größere Rolle noch beinhalten würde da. Ja, das wird sich wahrscheinlich ein bisschen ausbauen, ja. Fand ich aber, die hat mich leider nicht so richtig interessiert. Und das ist immer ein bisschen schade, wenn das der Love Interest vom Hauptcharakter wird, so ist es dann immer so. Aber die Blonde fand ich ganz witzig und ganz süß auch und ganz niedlich, wie sie es gespielt hat. Vor allem halt, wie heißt denn der Schauspieler, der den Jacob Kowalski gespielt hat? Das ist Dan Fogler. Den fand ich super. Also das ist ein Typ. Da muss ich unbedingt einhaken, weil ich fand ihn auch sehr, sehr gut in dem Film. Und der letzte Film, in dem ich ihn gesehen habe, war Balls of Fury. Kennst du den? Das ist diese Tischtennis-Action-Komödie. Ja. Ich habe den natürlich nicht gesehen. Ich hab ihn gesehen und ich fand ihn in dem Film ich fand ihn ganz witzig, aber es ist halt ein Ultra-Slapstick-Klamauk-Film gewesen. Ich habe ihn damals geguckt, weil ich dachte so, Tischtennis, ganz schön bekloppt. Und das ist eigentlich der letzte Film, in dem ich ihn wirklich gesehen habe und wahrscheinlich auch der einzige, in dem er so eine große Rolle hatte. Ja. Und ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Mhm. Also ich fand auch die Chemie zwischen ihm und Eddie Redmayne hat sehr gut funktioniert. Ja. So, also die sind beide solche Querköpfe irgendwie, dass von Anfang an klar war, ja, kein Wunder, dass die gut miteinander auskommen. So. Fand ich auch sehr, sehr gut, ja. Also der war wirklich, wirklich gut. Auch mit ihr, also mit der Blondine zusammen, von der ich jetzt auch den Namen nicht weiß. Ja, weiß ich auch nicht. Also auch sehr, also wirklich, wirklich cooler Typ. So. Ich kenne den wirklich auch nicht. Also ich kannte den vorher nicht. Sein Name sagt mir nichts. Also, ich glaube, der ist auch eigentlich, hat er als Stand-Up-Comedian angefangen. Wollte ich sagen, er ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Comedian. Das müsste ich aber nochmal nachgucken, ob das stimmt, ob ich da jetzt nicht was Falsches im Kopf habe. Aber er ist definitiv, kommt aus dem reinen Komödienfach. Ist wunderbar, er lässt die Sachen einfach auch stehen und so. Das ist, er hat viele Kleinigkeiten. Viele Kleinigkeiten, und Blicke und alles. Und die beiden sind halt echt entzückend zusammen. Ja. Das ist halt wirklich so, er ist jetzt ja nicht unbedingt der Übermann und sie ist wirklich eine attraktive Frau, aber die sieht man halt dann so zusammen und denkt so, ja, die passen toll. Irgendwie schon. Und das, wenn die sich das anlächeln, das ist total. Das machen die schön, ja. Das ist wunderbar, ja. Wunderbar. Und ganz, ganz toll fand ich wirklich auch Ezra Miller. Ich kenne den von Perks of Being a Warflower. Okay, ja, den habe ich schon. Da fand ich den schon richtig, richtig gut drin. Das ist ein interessanter Typ. Das ist ein toller Schauspieler, also ein großartiger Jungschauspieler. Ich finde den so überzeugend. Und der ist auch, der hat keine Angst, ne? Der hat keine Scheu, der Sabber läuft. Und du denkst, mein Gott, ist dieser Junge verzweifelt. Und
du Scheiße, der hat Todesqualen und es ist, und das nimmt dich richtig, also der holt dich halt auch immer ab. Das ist so ein Typ, bei dem ich könnte ja auch sofort immer mitheulen. Mhm. So wie bei Jennifer Lawrence. So, ne? Die muss nur so einmal kurz so, dann fließt es bei mir schon. So. Das ist also großartiger, toller Schauspieler. Also da denke ich auch immer, mein Gott, wo soll es denn da noch hingehen? Ne? Mhm. Das ist auch noch so jung. Wobei ich glaube, so jung ist er gar nicht. Er sieht nur jung aus. Es ist ein total interessanter Typ. So. Ja. Es ist, also, kann ich nur sagen, also der stiehlt. Also klar, Eddie Redmayne ist halt toll und ist der Hauptcharakter und wir wissen, dass der ein guter Schauspieler ist und dass der seinen Oscar nicht umsonst bekommen hat und all sowas. Aber der stiehlt so ein bisschen die Show. Also ich finde. Ja, vor allem in der Szene mit Colin Farrell. Ja. So, da ist Colin Farrell ist nur Beiwerk. So. Ja, gut. Ne, also da sind wir wieder bei den hellen Sternen am Firmament. Aber fand ich auch. Also das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich Ezra Miller richtig gesehen habe, weil ich kannte seinen Namen und das Einzige, was ich wusste, ist halt, dass er in dem kommenden Justice League Film, dass er da der Film Flash sein wird und er hatte deswegen einen schweren Stand bei mir, sag ich mal, weil ich halt Grant Gustin aus der Serie als Flash großartig finde und ihn auch gerne im Film gesehen hätte, aber das ist ja so eine Regel, die sich DC offensichtlich selbst auferlegt hat. Aber ich habe ihn schon im Trailer gesehen und habe gedacht, so passt. Also ist halt vom Charakter her nicht so weit entfernt vom Grant Gustin Flash. Wobei ich das Kostüm, die Fotos, die ich vom Kostüm gesehen habe, das fand ich furchtbar. Aber das nur nebenbei. Aber das war alles, was ich über Ezra Miller wusste. Zum Beispiel den Perks hast du mir ja schon öfter ans Herz gelegt. Ja, ja, klar, natürlich werde ich auch noch tun. aber den habe ich halt nicht gesehen, deswegen ist das alles, was ich über Ezra Miller wusste und ihn fand ich sehr, sehr gut. Ja. Also unglaublich gut. Ich finde es eigentlich schade, dass es sich ausschließt, dass er in den anderen Filmen vorkommt. aber habe ich auch gedacht, das ist einer, da muss man die Augen offen halten. Fand ich aber auch schade, muss ich sagen. Also ich habe da auch nicht mit gerechnet. Nee. Das fand ich sehr hart. Das Ende fand ich echt hart. So. So, und du denkst so, nein, ihr Idioten. Die machen es vor allem halt auch sehr kompromisslos. Du denkst halt, es ist eigentlich eine Szene, wo du in normalen Produktionen, in den Standard-Hollywood-Produktionen noch hingehalten worden wärst. Killen die ihn einfach. Ja, das ist hart. Also das fand ich echt krass. Ja. Das ist allerdings auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, wie schnell man wieder in diesem Universum drin ist und wie schnell man mitfühlt wieder, weil als diese Adoptivmutter da, ne, diese Pflegemutter, den Zauberstab zerbrochen hat von der Kleinen, habe ich nur so, das geht einem durch und durch, weil man diese ganze diese ganze Wand-Thematik, die kennt man halt und denkt so, oh mein Gott, das ist, als würde man jemandem den Arm brechen halt, abreißen, so wird es ja, glaube ich, sogar irgendwann mal geschrieben. Das war natürlich schön so, aber ja. Wie gesagt, CGI-Effekte. Ja, gut. Wollen wir noch was zu dem Cameo sagen? Von Grindelwald quasi. Was hast du es jetzt? Entschuldigung. Aber wir sind voll immer voll von... Ich habe gerade schon das Ende verraten. Naja, egal. Wir sind wer stirbt? Ja. Naja, also Johnny Depp wurde ja... Das wurde ja vor... Also wer ist so ein bisschen in dem Fandom drin, das hat es natürlich mitgekriegt. So. Die anderen weiß ich nicht. Dass Johnny Depp für Grindelwald gecastet wurde. Er ist schon in diesem Film, man sieht ihn schon kurz am Ende. Es ist ein kleiner Auftritt. Und ich habe mich gefragt, ob er nicht zu alt ist für, weil er spielt ja 36, dieser Film jetzt hier, und eigentlich müsste er meiner Meinung nach jünger sein. Ja, dafür habe ich die Timeline halt zu wenig im Kopf. Johnny Depp ist jetzt schon über 50, so, und das ist so ein bisschen... Das Problem ist, dass die letzten Jahre sich auf seinem Gesicht abgezeichnet haben. Also er sah wirklich nicht gut aus. Johnny Depp ist jetzt, man kann ihn halt nicht mehr als 30-Jährigen verkaufen, das geht jetzt nicht mehr. Nee, selbst wenn Grindelwald wirklich 30 wäre, er sieht, nein. Ja. Und das ist ein bisschen, also da habe ich ein bisschen Angst, so, was passiert, wenn der dann Grindelwald in den nächsten Filmen spielt. Also, ja.
da ob ich das ja so akzeptieren. Ich finde Johnny Depp eigentlich ja großartig, aber das ist, der ist sieht nicht gut aus. Es ist, so. Es ist eine Fehlbesetzung wahrscheinlich. Es ist eine, ja, vermutlich. Es ist eine Fehlbesetzung und wenn die nur aus dem Grund stattgefunden hat, dass man noch einen großen Namen an Bord holt, weiß ich nicht, ob das nötig wäre. So. Genau so. Ja. Und ich habe da ja, habe ich dir erzählt, ich habe da ja mit Rahel drüber gesprochen. In dem Sinne, falls du das siehst, hallo Rahel. Hallo. Auch ein Potterhead. Auch ein Potterhead, ja. Ob da nicht die Option gewesen wäre, wirklich Jamie Campbell Bauer zurückzuholen oder den Finn Jones von Game of Thrones, der vielleicht auch keine Zeit hatte, der meiner Meinung nach aber auch ein guter Grindelwald geworden wäre. Ja, wer weiß, was da für Hintergründe hinterstehen. Also das weiß man nicht, aber Produktionssachen halt. Also Johnny Depp ist eine Fehlbesetzung. Ja, das ist einfach so. Er ist halt da wirklich, er sieht krass aus. Also nicht, wie er zurecht gemacht ist. Das kann ja passen, so auch für die Zeit und mit den Haaren. Also er hat sehr weißblonde Haare und sehr helle, gelbe Kontaktlinsen. Nur eine Seite. Andere Seite war normal. Echt, ist mir nicht aufgefallen. Mir schon. Ups. Also er sieht natürlich extrem strange aus, aber wie Johnny Depp aussieht, das ist nochmal ein ganz anderer Faktor, weil irgendwie ist er sehr schwammig und aufgedunsen und aus, sieht ja aus, als hätte er drei Wochen vor dem Shoot gesoffen ohne Ende und hat er vielleicht auch, ich meine, ist auch ein Moment, altes, alles nicht so. Auch ein altes Drogenopfer, der junge Johnny. Ist ja, ne, bei ihm privat ja auch gerade nicht so grün. Ja. Also, ja, also ein bisschen, aber ansonsten, ich bleib offen, also mal schauen. Ich bin halt auch gespannt, wen sie dann als Dumbledore casten werden. Also das muss ja auch dann irgendwann mal irgendwer, vielleicht kommt ja auch Dumbledore erst im allerletzten Film vor, weil er dann Grindelwald stellt, weil die Fantastic Beasts Filme sollen ja so The Rise of Grindelwald ja auch so ein bisschen zeigen. Ja. Also warten wir es ab, die nächsten, weiß ich nicht, 10 Jahre wird das wieder spannend. Ja. Ja. Ich weiß nicht, mehr habe ich jetzt eigentlich, glaube ich, nicht zu sagen. Frage ist jetzt, kannst du empfehlen? Ich empfehle es, ja. Es ist ein schöner Film. Ich weiß nicht, ob es ein Familienfilm ist. Weil ich fand so ein paar Szenen schon krass und ich weiß jetzt nicht, ab wie vielen Jahren der ist. Wenn ich das auf der Anzeigetafel richtig gesehen habe, ist der ab 6. Finde ich krass dann. Also ab 12 mindestens. Würde ich echt nicht. Also da sind ein paar Todesszenen, die fand ich jetzt auch schon irgendwie. Und auch dieses. Ich sag das unter Vorbehalt, aber ich meine, ich hätte es auf jeden Fall. Ja, gut, aber auch selbst ab 12 muss man vielleicht gucken, ob sein Kind nicht vielleicht zu zart beseitigt dafür ist. Also auch gerade diese schwarze Wolke, dieser Obscurial. Da ist schon unheimlich. Also fand es schon hart. Ich würde ihn empfehlen. Also Potter-Fans gehen sowieso rein. Wir haben lange auf sowas gewartet, dass es sowas gibt. Also von daher, ja klar. Nicht-Potter-Heads können getrost auch reingehen. Auch jemand, der noch nie einen Harry-Potter-Film gesehen hat, kann getrost da reingehen. Das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht auch ein guter Grund, dann mal die Bücher zu lesen. Also Harry-Potter-Bücher. Finde ich ja immer noch mehr. Also lieber die Bücher als die Filme. Aber es ist schon was man auch so gucken kann. Ne? Ja, definitiv. Ja. Also bei aller Kritik, die ich jetzt für mich hatte, die aber ja auch einfach sehr subjektiv ist und immer im Zweifel für den Angeklagten, wer weiß, wie sich dieser Zyklus schließt, würde ich auch sagen, ja, es lohnt sich. Man sollte sich den auch im Kino angucken. Wie gesagt, ob es jetzt 3D sein muss, weiß ich nicht. Ich finde, es ist nicht nötig. Aber Kino, doch, Kino ist schon angesagt. Es lohnt sich. Ja. Es ist ein guter Film. Ja. Es ist ein guter Film. Bei aller Kritik ist es ein guter Film. Genau. In diesem Sinne. Ich jetzt dafür nochmal ins Kino gehen würde. Also du hast ja schon gesagt, du gehst vielleicht nächstes Wochenende, wenn ich 4 Tage auf Tour bin irgendwie. Will ich mal mitkommen? Also ich würde das nicht so öffentlich ausrufen, aber ist okay. Naja, wenn ihr mich allein im Kino seht, dann wisst ihr Bescheid, ich habe keine Freunde. Und bist einsam, wenn ich nicht da bin. Ja. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das nochmal. Also ich glaube, wenn ich jetzt einen aktuellen Magierfilm mir nochmal im Kino angucken würde, würde ich, glaube ich, eher nochmal in Doctor Strange gehen, weil den finde ich echt geil. Noch ein Magier, mein Gott. Ist ja so, ne? Ja, ja, ja. Okay. Aber ja, es lohnt sich. Doch, es lohnt sich. Kann man getrost reingehen. Jawohl. In diesem Sinne wir, glaube ich, am Ende und wir haben eben ja nochmal kurz beratschlagt. Mit auch wieder sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit wird der nächste Film dann
Rogue One, A Star Wars Story. Ne? Ja, wahrscheinlich schon. Wird es dann sein. So. Also, ja. Das dauert dann noch ein bisschen. Das wird ein bisschen dauern, ja. Einen Monat. In diesem Sinne. Vielleicht. Bis wir die Macht wieder mit uns sein lassen. Ich lasse den Satz jetzt mal so stehen. So. Tada.